Da tut er echt was. Oh. Kann ich die Seele absorbieren? Nein, okay. Schade. Das gibt schon krass. Und soll ich? Soll ich da eine Verwaffe nehmen? Soll ich? Da kommt dann klar wieder sein Venom-Typ. Was für ein Typ? Venom-Typ. Ach, oh, okay. Aber willst du den dann? Ja, ich probiere mal. Ich habe ja jetzt ein normales Schwert. Okay, obwohl, warte, ich schriff mal noch einen anderen Schild aus. Welcher von denen ist es? Also, willst du ihn verwandeln lassen? Nein, deswegen frage ich ja, welcher von denen ist es? Ach so. Das ist noch der eine, der da steht. Der da oder steht. Soll ich ihn töten? Ja. Einer, der da steht, okay. Wer ist das? Haben wir es geschafft? Und hier ist eine Echse. Was? Moment, was für eine Echse? Wovon redest du? Kruder Edelstein? Hä, was ist das denn? Ih! Das ist doch keine Echse. Das. Kennst du diese große Kristallechse? Ja. Das ist die junge Version davon. Oh. Oh, okay. Alter, was ist das für ein Dickmann? Ach du Heilige, wie viele Leute er hier gelegt. Oha. Ja, weiter oder Moment, weiter? Hier liegen Sachen. Große Seele. Oh. Moment, da oben sind ja auch noch welche, die exorziert werden müssen. Oh, ich will einen Rückenstecher, Mensch. Und? Aha. Effektivität. Oh, hier liegt eine... Ja, Geld. Ach, Brandbombe. Ach nee, das war ein Gegenstand. Okay. Warte. Ja. Ach, ich kann ab und runter. Die Kamerasteuerung ist echt bescheiden. Kann ich die springen? Ja, ich bin gesprungen. Mann, wie machst du das die ganze Zeit platt? Ich hab keine Waffe. Ah, da liegt was. Und das ist noch eine Brandbombe. Wieso krieg ich so viele Brandbomben? Ich hab den Ritterschild abgerüstet. Jetzt. Oh, wir haben hier Physik. Dafür kommt klar so ein Typ. Okay. Da, oh, da hält der Schwert und Schild. Hast du gerade dein Schwert gesämt? Nein, das wollte ich machen. Damit. Man kann schnell hinter die Leute in den Rücken rennen. Einen Backstep verpassen. Okay. Hast du dich geheilt? Ja, ich hab mich wieder weitergegangen gehabt. Hinterhalt, schön Hinterhalt. Also ich habe einen Hinterhalt gehinterhaltet. Ich wusste, dass da was kommt. Oh, Mensch, Untotenjäger-Amulett, jetzt wartet doch mal. Das ist doch alles hier neu für mich. Wieso ist? Ach ja, Sputen, stimmt ja. Ja. Soll ich dann nachher looten alles? Seele eines verlassenen Leichnams. Okay, Moment. Oh, warte mal, ist diese Eis etwa gleich hier? Nein. Wurfmesser. Cool. Ist der hier? Kleine Titanit, wie auch immer die hieß. Warte mal, wie weit müssen wir denn? Fast ans Ende der Map. Oh, was? Oh, das ist. Aber hier sind ein paar wichtige Gegenstände. Ja, gut, ich hatte jetzt nicht wirklich Bock auf den Speedrun, aber ich glaube, zum Wohle des Let's Plays, Geheimfahrt voraus. Oh. Oh Gott, wo bleibst du denn? Ja, ich lese die Nachrichten auf dem Boden, Mann. Das brauchst du nicht, Mann. Aber das war irgendein Geheimfahrt oder so. Ja, in der Tat. Breitschwert. Aber erstmal. Ja, okay. Nicht für diesen Typen da. Der da so hockt. Moment, der so hockt.
Den da auf der Veranda. Der würde dann Bock schmeißen. Bleib erstmal da oben. Okay. Ich kill erstmal den Typen hier. Weil dann würde man Bomben schmeißen und dann würde die ganze explodieren und fast explodieren. Wie bist du da hingekommen? Die Treppe runter. Hä? Jetzt kannst du erstmal. Ach, da! Weißt du, ich sehe dich nur nach unten gehen, dann sehe ich dich. Dann sehe ich dich. Was? Ich glaube, Hunde gehört zu haben. Wen gehört? Also, Hunde. Ja, die sind da unten. Ja, aber ich glaube, dass sie ausgeschickt werden. Ja, jetzt ist die aus meiner Truhe. Oder kann ich die öffnen? Moment, nein. Kisch. Oha, meine erste Truhe. Was ist das drin? Silberarter Langspitzschild. Oh. Hofmesser. Oh, Moment. Darf ich das wenigstens mir anschauen? Physisch 100. Hey, das ist ja schlechter. Aber der macht einen Angriffsschaden. Hä? Hey. Und das ist schwerer. Der ist schlechter und das ist schwer. Nee. Aber er kann Waffenfertigkeiten benutzen. Waffenfertigkeiten. Was heißt? Du machst die Waffen. Du benutzt die Waffenfertigkeit einer Rechnung. Oh. Okay, und jetzt? Darunter, glaube ich. Warte, habe ich Brand? Warte erstmal. Habe ich Brand? Hier Brandbombe. Ach, hier ist meine erste. Das sind die erste Maschine. Brandbombe, ja. Dann komm erstmal hier hoch. Yep. Okay. Geheimpfad, ne? Ja, cool. Weg. Du kannst auch rollen. Ach ja, stimmt ja. Copyrighted. Oh. Gott, die Lex. Ja, ich hab gehört, das ist normal tatsächlich. So. Was ist das? Grüne Blüte? Ui. Truhe voraus. Oh. Oh. Wow. Oha, macht die viel Schaden. Ja, und worauf soll ich jetzt senden? Alles klar. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Hier ist das meine Schlüssel, wenn ich gleich recht erinnere. Alter, ist das Ding groß. Moment. Ja, okay. Was ist hier auf dem Tisch? Noch so ein... Yeah. Ich glaub, hier war noch was. Moment, Moment. Ja. Lass mich hier selber entdecken. Sonst ist das jetzt Playputsch. Aber wollen wir nicht Hände machen? Ja, lass mich schnell entdecken. Was ist hier? Titanitscherbe. Moment, ich muss noch das große, den großen Nebelstoff da unten nehmen. Was ist denn? Gefängnisschlüssel. Yay. Okay. Ich mal heilen. Ach ja, stimmt ja. Wie? Er? Er, genau. Hier kann man. Hier kommt dieser große Dickmann, ne? Jo. Ja, ich. Geh erstmal. Alter, aber. Ist mal im Ernst, wie viele Leute der einfach mal hingelegt hat. Das sind die ganzen Lackkräfte. Ach, da unten. Und er hat mich entdeckt. Ich hab ihn auch entdeckt. Genau, renn im Kreis herum. Genau, ich renne im Kreis herum und du stichst ihm in den Rücken. Oder in den Po, das geht auch. Sag mal, hast du ein lila Lichtschwert?
Ui. Das sieht voll lustig aus. Hat die Brücke jetzt auch so eine. Oh. Das kannst du runterkommen. Hat die Brücke jetzt auch so einen. Moment. Lichtstrahlangriff oder so. Toll, ich habe Schaden erhalten beim Runterfallen. Rapier. Ich habe ein Rapier bekommen. Wir sollten ich hier im Kreis rum auf Gegenstände kommen. Glut. Ja, ich sehe. Ich sehe es schon. Die alle geköpft. Jetzt. Scheinbar. Hä, da hat die alle geköpft. Keine. Okay. Todesursache steht fest. Nee, ich glaube, das sind die ganzen Lafrikretter. Selbst. Scharfschütze? Wegen Religion. Was, Scharfschützen? Scharfschütze. Komm, erstmal hier. Ja. Ist hier noch was? Da unten? Nein. Die Lofrik-Ritter sind hier eigentlich gut oder böse? Gut. Also, auch Lofrik. Ja, sind die gut oder sind die böse? Die beschützen. Ja, die beschützen die Königreich. Und da war der Dicke? Ah, da ist ja noch einer. Und das ist so eine andere Religionsgruppe. Arme Seele. Ach ja. Ja, was denn? Oh. Für die Nachrichten. Ach so. Ho? Ja, und da oben, von da oben hätten wir auch kommen können. Okay. Wir müssen doch da hoch, oder? Nee, von da oben sind wir gekommen. Also müssen wir jetzt. Achtung, auf dem Boden steht, dass da ein Scharfschütze irgendwo ist in der Richtung. Ja, der ist da dann rechts. Oh Gott, die Lags. Und da schießt flammende Bolzen. Ja, das. Und da links hinter der Ecke. Komm. Gott, nur. Ja, da links kommt da so ein Typ. Und. Ah, da liegt was. Ja. Bin ich mal. Diese Rüstung. Damit ich die Rüstung. Ja. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr langweilig. Wir machen jetzt hier schnell, damit wir den Eid bekommen können, um etwas sicherer unterwegs zu sein. Oh. Okay. Oh Gott. Rote Seele. Oh Gott, hast. Tier was? T irgendwas. T zensiert. Wo ist er? Lass uns hochgehen. Hier, da sieht er uns nicht. Dammit. Da in der Nähe hätte man ab freischalten können. Was hätte da freischalten können? Oh, da okay. Robin Hood, bist du das? Der ist unsichtbar. Na, das ist ein Ring. Dammit. Ist das schräg oder ist das so ein Krieger des Sonnenlichts? Was hat er gemacht? Ist eine Waffe gebufft. Sonnenlicht, ich merk schon. Die, Biatch. Da folge ihm dann nicht, wenn er ihn Ja, das, ich merk schon. Da können Leute sein.